Das kann alles Mögliche sein, weil diese Gongs natürlich verschieden sind für Kindergarten, für die Mittelstufe, für die Oberstufe. Überraschende Erfolgsgeschichte. Und was immer wieder das Verblüffende ist für internationale Schulen, ist der hohe Anteil von Deutschen. Also wir hatten von Anfang an und eigentlich konstant ein Drittel der Kinder Deutsch. Es war eine Zeit, wo wir praktisch die am schnellsten wachsende internationale Schule auf dem ganzen Kontinent waren. Viele deutsche Eltern schicken ihre Kinder in der Grundschule zu uns, weil wir eine sichere Garantie für eine Gymnasialempfehlung sind. Das Konzept der Schule macht einen sehr starken Unterschied zwischen Haupt- und Nebenfächern. Die Hauptfächer sind Mathematik, Englisch und eine Weltsprache. Wir sind ein Schulverband auf der ganzen Welt, das heißt, bei uns ist diese Weltsprache Deutsch. Jeder Schüler vom Kindergarten bis zur Graduiertenklasse hat Deutschunterricht, seinem Level entsprechend. Als Learner einer Fremdsprache oder als Muttersprachler. Mindestens 5 Stunden, in der Grundschule 7 Stunden. Jeder soll mit seinem Deutsch am Ende des Tages auch was anfangen können. Die Kids sind jederzeit in der Lage, in die deutsche Schule zurückzugehen. Die Idee ist, dass mit dem Deutsch, das er oder sie hat, jeder Schüler einen universitätsqualifizierenden Abschluss kriegen kann. Wir haben das IB, das International Baccalaureat, oder das Highschool-Diplom und Advanced Placement nach amerikanischer Art und Weise. Im IB gibt es sehr starke Muttersprachlerangebote, Language and Literature, die durchaus auf einem Abiturlevel sind. Was ich weiß von deutschen Eltern, was sie am ehesten überzeugt, erstens, wir sind ein verlässlicher Ganztagsschulbetrieb. Das heißt, von morgens um 8, wenn gewünscht, bis nachmittags um 6, mandatory ist es bis um 4, findet ein Tagesablauf statt, der sich aus Unterricht, Pausen, Essen etc. zusammensetzt. Und das zweite ist natürlich die Sprache. Deutsche Eltern schicken ihre Kinder zu uns, um denen einen besseren Start nach dem Abschluss zu sichern, um sie studierfähig zu machen in Englisch und in Deutsch. Ein ganz großer Teil von dem, was nicht unterrichtliche Aktivitäten sind, geht über Student Life Organization. Das ist mit Schülermitverwaltung oder Schülerselbstverwaltung im deutschen Sprachgebrauch nicht zu vergleichen. Jeder Schüler, jede Schülerin hier hat einen Job. Das fängt an in der 2. Klasse. Da stehen Aquariums, also muss es einen Fishfeeder Prefect geben. Das ist so eine erste Stufe auf der Karriereleiter in Student Life. Das geht dann weiter bis zu den Head Prefects in den Abschlussklassen, die kleine Abteilungen leiten, Academic Support, Theater, Outreach etc. Also es ist tatsächlich eine Organisation, an der die allermeisten Schüler teilnehmen und die wirklich was auf die Beine stellt. Lehrer trachten sich da im Hintergrund zu halten.